Auf dem rechten Segmentbereich habe ich ja angefangen, einen kleinen Materialhügel aufzuwerfen. Dieser kleine Materialhügel wird ja in Schichten aufgeschüttet, damit der Leim auch bis in die unterste Schicht jeweils eindringen kann. Und von daher geht es jetzt weiter mit der nächsten Schicht. Das war jetzt schon zu ungeduldig und zu hoch, nehme ich an. Mal schauen, was draus wird. Ja, noch gebe ich der Sache Chancen. Noch ein bisschen was oben drauf. So, das sieht jetzt schon nach einer Schüttung aus. Und jetzt muss das Ganze natürlich einen Überzug bekommen, denn es sollte ja nicht so sein, dass das hier ein Sandhaufen darstellt, sondern es soll eine Mischung aus Schotter und Erde, halt was man so zwischen den Schwellen rauskratzen kann, werden. So, nehme ich mir mal den frischen braunen Sand, den ich mir besorgt habe. Fülle den um in einen Plastikbecher. Und dann werfe ich das einfach mal über den Haufen. Und diesmal darf sogar ein bisschen Sand einfach durchleuchten. Es kann ja auch mal helleres Material dabei sein. Darauf kommen jetzt ein paar Schotterinseln von dem teuren, guten Schotter, den ich eigentlich dafür für ziemlich schade halte. Und jetzt gucke ich mal im Materiallager, ob ich noch was Hübsches dafür übrig habe. Na, da habe ich ja noch ein paar ziemliche Brocken von irgendwelchem Schott, von irgendwelchem Abfallgerümpel, auch Schutt. Das alles sollte jetzt möglichst durcheinander aussehen. Ich mache mal eine Profilprüfung. Ah, locker. Da kippe ich jetzt noch mal etwas von der braunen Erde drüber. Das hilft unter anderem auch, diesen Kram festzukriegen mit dem Leim. Und dann träufel ich doch einfach mal los.
und ganz selbstverständlich ist, dass auch so ein Haufen, wenn er länger nicht bewegt wurde, auch eine Portion Unkraut zu sehen ist. Und der Kram müsste jetzt noch immer profilfrei sein und locker. Vielleicht kann ich sogar da, wo sich der Leim jetzt sammelt, hier unten, nochmal ein bisschen mit Grünzeug ablöschen. So. Damit hätte ich da jetzt einen dekorativen Materialhaufen. Und einen Klecks auf einer Schwelle. Ein bisschen weiter geht es jetzt an der Ladestraße. Rechts und links der Schienen habe ich ja schon ordentlich aufgeschüttet. Jetzt kommt der pikante Akt innerhalb der Schienen. Also da, wo die Radreifen auflaufen könnten, etwas Ähnliches zu machen. Ich nehme mir den grauen Sand. Und werfe mal beherzt die Schwellen in der Mitte einfach zu. Ich denke, das zumindest kann ich jetzt schon mal einleimen. Bald sind wir durch mit dem schönen Leim. Jo, das hat gründlich genetzt. Und jetzt muss ich als letztes noch für eine scharfe Kante nach hinten sorgen. Ich werfe das mal mit dem grauen Sand an. Messe das. Jetzt muss ich mal versuchen, den Leim, den ich da zu viel drin habe, ein bisschen aufzusaugen. Tue ich einfach noch ein bisschen grauen Sand mit drüber. Dann kann ich noch die Profilfreiheit auschecken. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Das, was jetzt noch offen ist an Gestaltung dieses Segments, ist natürlich der Hintergrund, da wo jetzt noch die offene Platte liegt.
Und deshalb räume ich die jetzt erstmal frei.